Hallo Ritter des Steins und willkommen zu einem neuen Video und zu einem teilmäßig nicht größten Update, aber mit Sicherheit zu einem der teuersten Module, insbesondere dieses Modul. Aber wie immer, wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro und nach der Übersicht. Ich zeige euch hier einfach mal wieder die Übersicht. Ich möchte nämlich heute mit euch diese zwei Module hier einfügen. Das eine ist der Abschluss natürlich des Getreidefeldes, da fehlt ja noch minimal was. Dann kommt dieser Weg, der hier so eine Grenze nochmal bildet und die Getreidefelder von der restlichen Landschaft auch nochmal trennt. Und mit der möchten wir heute natürlich weitermachen, mit dieser weiteren Landschaft, die ja dann an den See später angrenzt. Das heißt, heute steht wieder ein klein bisschen Landschaft an und das schauen wir uns natürlich jetzt im Detail an, wie ihr es ja kennt und gewohnt seid. Wenn man sich diese beiden Module jetzt hier so anschaut, sie sehen vergleichsweise leer aus, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist natürlich auch, weil das drumherum natürlich fehlt. Also wir haben hier im Vordergrund ist ja eigentlich das Getreidefeld. Im Hintergrund kommt dann der See, da kommen ja auch noch weitere Bäume. Aber wenn man jetzt wirklich hier so in diese Richtung schaut, sieht doch sehr offen aus, sehr leer. Da würde man sagen, das ist vielleicht gar nicht mein Modell, gar nicht mein Baustil. Aber seid vergewissert, da kommt natürlich noch mehr. Was wir hier haben, ist eben hier Bildrand noch die Kreuzung mit diesem Weg, der hier einfach rausführt, wo vielleicht einfach die Kühe entlang getrieben werden. Wir haben halt hier im Prinzip einen mit einer Peitsche, der die Kühe treibt, mit einem Hund. Wir haben da vorne auch nochmal einen. Vielleicht ist ja in die Richtung irgendwo eine Weide. Ich habe mich hier auch ganz bewusst dafür entschieden, diese gefleckten Kühe zu nehmen, weil ich wollte nicht diese Medium Nougat Kühe, die es ja aktuell von Lego gibt, verwenden. Einfach weil die für mich mehr Richtung Ochsen einfach gehen. Dafür verwende ich die jetzt halt eher als Zugtiere und ich würde die jetzt vielleicht nicht unbedingt als Milchkühe verwenden. Einfach, dass man da auch noch so eine kleine Trennung hat. Deswegen hier eben diese gefleckten Kühe. Da ist der Nachteil allerdings, dass es die ja aktuell nicht mehr gibt. Das heißt, die musste ich halt auch gebraucht auf Bricklink kaufen und die haben schon etwas ins Budget reingehauen, sage ich mal so. Also eine Kuh kostet ungefähr zwischen 25 bis 30 Euro und da kann man allein bei 5 Kühen, das ist ja immer nur 25 Euro, sind wir da ja schon bei 125 Euro, nur für diese paar Figuren, ohne dass wir irgendwas anderes gebaut haben. Also nicht gerade ohne, aber ehrlich gesagt, mir war es das wert, weil ich halt einfach diese Kühe haben wollte. Natürlich hätte ich auch auf Alternativhersteller zurückgreifen können, dann zahle ich 2 Euro pro Kuh. Aber ich habe es euch ja gesagt, ich möchte wirklich auf rein Lego gehen und das ziehe ich halt auch einfach durch. Und ich bin ja mittlerweile in der komfortablen Lage, dass ich durch eben die Kooperation mit Lesti da eigentlich relativ gut investieren kann in mein Projekt. Was wir hier auch noch sehen, wir sehen natürlich das Ende des Feldes und deswegen hier auch nochmal der Zaun, der das alles so ein bisschen abgrenzt. Der Weg auch auf beiden Seiten wieder leicht begrünt und hier unten noch unseren Gehilfen von dem älteren Herrn, der ja das Getreidefeld niedersenzt und der ist dann hier beschäftigt und tut das Aufladen auf den Wagen, der dann eigentlich hier irgendwo stehen würde. Aber das sehen wir dann wieder in der größeren Aufnahme. Wir haben jetzt hier überall relativ wenig Grünzeugs, wenig Landschaft, was einfach daran liegt, dass das jetzt hier wieder offener sein soll. Auch wo eher vielleicht Leute ja schon laufen, wo alles niedergetrampelt ist. Man sieht es auch eben, dass wir hier diesen Lagerplatz haben. Wir haben hier ein Feuer. Ich muss mal schauen. Wenn ich Zeit und Lust habe, beleuchte ich das noch. Das dürfte hier relativ einfach sein, ein Flackerlicht reinzumachen. Müsste ich wahrscheinlich durch die Platten halt wieder durchbohren. Das ist halt natürlich nicht so schön. Aber gerade meine Bauweise, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen zurück. Dadurch, dass ich ja immer alles hochgebockt habe, habe ich natürlich überall unten drunter Platz. Das heißt, ich könnte da Akkuboxen reinmachen, ich könnte da Konnektor reinmachen, Kabel reinziehen. Das dürfte alles relativ problemlos gehen. Es ist halt einfach nur so, es gibt gar nicht so viel, was ich denn eigentlich beleuchten könnte. Weil was sind die Lichtquellen? In dem Fall wäre es halt Lagerfeuer, wenn irgendwo welche Fackeln mit Fackeln unterwegs sind. Aber ansonsten ist es natürlich das eigentlich an Lichtquellen. Man könnte natürlich hier auch diese Lampen machen, das dürfte auch gut gehen.
Man muss aber auch natürlich sehen, das ist alles im offenen Gelände. Das heißt, selbst bei Tageslicht würde man das ja auch nur leicht wahrscheinlich wahrnehmen. Aber das sind halt so Spielereien, die würde ich dann vielleicht gegen Ende machen, wenn ich dann noch Zeit und Lust habe. Material hätte ich in jedem Fall dafür da. Das ist das kleinste Problem. Der Baum ist wie immer. Das ist nur eine Abwandlung mal wieder. Das heißt, das ist nichts Neues. Die Zelte, sind eigentlich auch ganz nett. Ich habe sowas Ähnliches mal bei irgendwo bei Pinterest, Instagram, keine Ahnung, gesehen. Und der hat hier die Frisur ein bisschen Schöps. Kleine Korrekturmaßnahmen. Diese Zelte finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Es sind ziemlich simpel konstruiert. Also mal im Prinzip einfach hier zwei so Stangen hochgebaut. Das sind diese Candlesticks in Braun. Unten einmal eins zum kleinen Pin. Und eben hier oben auch wieder einfach in die andere Richtung. Und das hier ist einfach nur los und darunter gestellt. Das ist einfach hier über zwei Hinges miteinander verbunden. Und das war es dann eigentlich. Man sieht jetzt hier auch noch ein bisschen, ich habe jetzt hier dann innen drin auch wieder noch so eine kleine Schlafstätte. Das heißt, da ist einfach nochmal Fliesen reingelegt, am Ende dann nochmal Curved Slopes als Kissen oder sowas. Das sieht man jetzt hier in dem Fall nicht, weil das mag ich eigentlich nicht, wenn etwas modulübergreifend ist. Hier ließ es sich aber nicht anders vermeiden. Das heißt, der hintere Teil vom Zelt ist eigentlich auf dem nächsten Modul. Aber wenn ich das halt hier weiter nach vorne geholt hätte, dann wäre das wieder so parallel gestanden. Ich hätte hier weniger Platz für diese Szene gehabt. Und so fand ich das halt einfach wieder besser. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich die Zelte, die stehen jetzt halt wieder im Grid, ob ich die nicht irgendwie schräg mache. Aber das hat halt auch nicht so richtig hingehauen. Und es sah dann auch, ich wollte erst das hier quasi so ein bisschen drehen, das wollte ich so drehen. Aber da habe ich dann auch wieder die gleichen Probleme mit Modulgrenzen gehabt und solche Sachen. Und habe mich dann doch halt wieder fürs Grid entschieden. Macht einfach die Sache einfacher, gerade wenn man es natürlich auch transportieren muss. Wenn man natürlich außerhalb vom Grid ist, muss das natürlich auch immer irgendwie wieder festgemacht werden. Was wir ansonsten auch noch haben, neben dem Baum, hier haben wir wieder ein bisschen mehr Grünzeug, ein bisschen mehr Büsche. Und auch so ein Weg, der hier entlang führt. Der führt zum See. Da werden wir natürlich in einem folgenden Updates dann noch weiter drauf eingehen, weil da kommt dann so eine kleine Anlegestelle, so ein Steg, der in den See rein führt. Aber hier quasi, er braucht ja auch einen Abzweig zum Hauptweg. Deswegen das hier schon mal eingeführt. Ansonsten bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben nur noch hier einen kleinen Wegweiser. Da muss ich noch dran gehen. Ich muss mal überlegen, ob ich das nicht selber beklebe, so wie ich es ja auch bei meinen Schilden von den Rittern mache, oder ob ich mir beim irgendwo was drucken lasse. Ich habe hier bewusst drei Stück dran gemacht. Auf den einen möchte ich halt hier drauf schreiben, auf den hier. Der zeigt ja auf den Weg Richtung Burg. Das heißt, da soll Burg Hohengeroldseck drauf. Auf so eine kleine Fliese ist das nur ein bisschen schwierig. Hohengeroldseck ist jetzt natürlich nicht so der kürzeste Name. Müsste ich vielleicht doch eine längere Teil nehmen. Was natürlich mal allerdings auch wieder blöd aussieht. Oder ich mache es zweizeilig, was dann wieder sehr klein wäre. Das muss ich einfach nochmal schauen. In die Richtung geht es ja dann den Weg entlang zur Torruine und natürlich dann auch zur Anlage von TNT Brix. Das heißt, ich würde hier wahrscheinlich seinen Burgnamen, die Burg Elfenlicht, draufschreiben. Weil die Burg wird da ja auch schon ein paar Jahrhunderte stehen. In unserer fiktiven Geschichte. Und der dritte, der einfach diesen Weg ja entlang führt, da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich so der Abzweig in Richtung Tal, also historisch richtiges Tal eigentlich bei der Burg Hohengeroldseck, und würde dort dann Seelbach draufschreiben. Das wird kein Mensch von euch kennen, aber das ist halt der Ort in der Nähe der Burg, zu dem heute auch die Ruine gehört und der Ort, in dem ich aufgewachsen bin und deswegen ich natürlich auch diesen Bezug zu dieser Burg habe. Als letztes können wir jetzt vielleicht gerade mal noch so ein bisschen auf diese Szene hier eingehen, auch wenn ich ja schon wieder viel zu viel laber. Ich habe hier einfach ein paar Bänke hingemacht, es sollte wie so ein kleines Lager sein. Also wir haben auf dem nächsten Modul dann auch noch eine kleine Weide und der große Baum, wo dann auch noch die Pferde sind. Da soll da auch noch ein bisschen was kommen, um diese Szene abzuschließen. Das heißt, die feiern hier gerade. Wir haben hier zwei Musikanten, hier aus der Minifiguren-Serie, den Barden. Wir haben hinten noch einen Geigenspieler. Zwei, die halt einfach hier mitkrölen, trinken und essen. Also so eine kleine, einfach lebendige Szene. Ich fliege jetzt gerade mal vielleicht noch mal so ein bisschen mit euch hier drüber, damit ihr das alles auch noch mal sehen könnt, bevor wir das natürlich dann wieder einbauen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Gesamtanlage
Anlage. Es wird immer größer, es kommt immer mehr dazu. Es fällt ja schon fast gar nicht auf, dass wir heute auch wieder zwei Module gebaut haben. Die reihen sich da einfach nur an. Aber es gehört halt auch dazu. Stück für Stück bauen wir uns ja die Landschaft. Und hier kommt ja noch ein Stück. Also ich glaube, ich habe gerade echt bezweifelt, ob das alles hier hingeht. Aber ja, wenn nicht, muss ich ein bisschen schieben. Aber ihr seht jetzt hier in jedem Fall mal wieder das Gesamtbild. Wir haben jetzt hier auch diese Feldszene haben wir jetzt im Prinzip fertig. Genauso wie jetzt auch die Reiter, die nicht mehr auf dem Boden laufen müssen, sondern auch endlich auf dem Weg laufen können. Gucken wir mal, dass wir das jetzt hier noch so ein bisschen weiter einfangen. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Wie findet ihr das? Auch so diesen Blick jetzt dann von diesem Weg auf den Wald, auch auf diesen Truppenaufmarsch. Vorbei an diesem Lager, die hier ja noch unbeschwert feiern, obwohl vorne ein paar Module weiter so ein kleines Gemetzel vonstatten geht. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, ich sage mal, das sollte, glaube ich, jetzt wieder als Eindrücke reichen. Das nächste Mal kommt wieder ein Update hier oben. Das heißt, wir werden da wieder zwei Module dran setzen und übernächstes Mal kommt dann wieder ein großes Update, weil wir dann hier gleich vier Module wieder dran setzen, den See. Aber zuerst wieder zurück an den Bautisch. Ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr heute zu diesem teuren Update, vermeintlich teuren Update, sagt, wie eure Meinungen dazu sind. Ich bin wie immer sehr gespannt. Ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jeden Daumen. Also haltet euch nicht zurück und dann sage ich einfach wieder, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.